Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulima. Wir stehen vor dem Sentinel, den wir bekämpfen werden in dieser Folge. Wir haben ihn eben schon mal bekämpft, aber da hat wieder der Ton nicht aufgenommen. Sei es drum. Wir machen das einfach nochmal. Wir wissen jetzt nämlich, wie es geht. Und vorher öffnen wir die Truhen. Oder nee, wir machen das hinterher. Erstmal Kampfspaß. Jedenfalls haben wir uns den Segen von Fibri geholt. Wie immer, der 15 zu allen Resistenzen bringt. Das haben wir halt rausgefunden in unserem Video davor. Wir hatten ihn sogar besiegt, also ist machbar. So. Entsilenzen. So, Feuer ist hier besser als Meteor. Denn er hat 3000 Leben und er kriegt keine Wunden. Richtig. Das heißt, wir stacken jetzt einfach unseren Damage oder Time auf ihm und warten, bis er von alleine stirbt. Legitime Vorgehensweise. Wie lange ist Medeira noch Silence? 2 Sekunden. Das heißt, sie müsste. Wir können jetzt mal testen, weil sie ist ja auf der Initiativleiste, steht die kleine 2. Ja. Ob sie denn Entsilence ist. Ja, sie können halt einfach Divine Prayer machen, ne? Weil die anderen brauchen sie noch nicht so wirklich. Ja, sie ist sogar Entsilence, das heißt, wir haben das jetzt durchschaut. Absolut. Mal. Wird er langsam Zeit. Also, er ist aber noch gesilenced, das heißt, er benutzt eine Schriftrolle. Und zwar Icy Shards 5. Genau, wegen der Blutung. Oh. Ja, mein Gott, war jetzt nichts so Berauschendes, aber man muss es halt trotzdem auch machen. Die 5 Blutungen, die machen ja. Wie viel waren es? Ist ja egal. 5, ja, müssten es. So hochgerechnet auf die Runden gibt es ja doch etwas. Ein bisschen an Schaden. Jo. So 50, wenn nicht sogar 100. So oft wie er dran ist. Ja. Courage. Ach, Gaunen schläft. Oh, schön getrittet, Xos. Das macht er zuverlässig mit 30%. 32. So, Massenheilung machen wir hier noch nicht. Ja, nee. Ich wollte es auch riskieren. Wie viel kosten die denn? 80. Nee, dann muss ich wieder nicht. So. Was? Ach, sie war gecrazed. Das war schade. So, wie viel Schaden hat er denn schon? Gute 80. Mehr als 80. Ja, gerundet, ja. Ja, ich schätze das immer eher negativ für uns allen. 80 war schon die richtige Größenordnung. Weil dann ist man auf der sicheren Seite. So, dann machen wir jetzt mal hier ein Light hier. Ja, er war so ein bisschen gefährdet. Silence wäre weniger als in unserer fehlerhaften Aufnahme. Da hat er quasi dauernd. Na, das ist ein Fehler. So, er ist noch gesilenced, er könnte einen Mana-Trank nehmen. Ja, macht ja nichts, er hätte eh nicht zaubern können. Ja, sie macht jetzt ganz zuverlässig Schaden, das finde ich gut. Ja. Weniger gut finde ich die 3 Wunden, die der Magier jetzt hat. Ach, die werden nicht so viel ändern. Er ist ja schon 2 Drittel kaputt hier. Divine Prayer oder Messil? Regeneration. Der Magier hat immer weniger Schaden, also weniger Leben. Ja, stimmt. Als die anderen aus irgendeinem Grund und jetzt regeneriert er immer 12 wieder. Hast ja recht. Ach, schade. Er hat wohl noch Mana? Ja, Gaul war ziemlich wenig dran. Ach, der hat alles geschlafen. Quasi dauernd. So. So 700 Leben hat er noch, bekommt über 130. 120 Leben.
Ja. Ja. Das ist ja fast so, jetzt 130. 130. So, nächste Runde geht er rauf, hä? Nee. Auch fast. Ja, kommt drauf an, wie viel Schaden wir jetzt machen. Wahrscheinlich überhaupt keinen. Doch, sie macht welchen. Oh, und sie macht 50. 51. Ja, das ist halt noch zwei Runden drin. So, mach's gut. Ah, war schön mit dir. Lässt nichts da, nur Erfahrung. Aber was erwartet man auch, ne? Wenn hinter ihm eine große Truhe steht. So, er hat wieder so ein schickes Armband. Was unidentifiziertes alles, ja, aber wir haben auch... Walwitz-Orb. Also wir können das auch woanders lesen. Ja. Das wird doch jetzt hier nochmal. Ah, tatsächlich. Im Tower of Rage fand ich ein göttliches Artefakt. Den Orb von Walwitz. Nein, Walwitz-Orb. Walwitz-Orb ist eine Kugel aus Galadorn. Ein extrem wertvoller roter Kristall. Im Inneren sehen wir eine Art dichtes Gas, das mit einem warmen Licht leuchtet. Wenn wir den Orb berühren, fühlen wir eine schützende Aura, die uns umgibt. Eine Inschrift an der Basis sagt: Fürchte nicht die Hitze der Erde, weil man dort die starke Walwitz finden kann. Ja. So ganz schlecht frei übersetzt. So, das hört sich dann, als ob wir damit in Vilak irgendwas besuchen könnten. Das Dämonenland. Ja, dieses Feuervulkanland. Ja. Ich möchte halt unbedingt auch in diesen toten Wald mal rein. Achso, ja, da hatte ich ja mal nachgeguckt, was für Quests wir noch haben. Da haben wir ganz unten hier noch... Lost in Vilak. Ne, der ruinierte Garten. Ja. Ja, dann sammeln wir das Zeug da ein. Denn der Garten von Hamalit... Dann gehen wir da jetzt einfach mal hin. Da gucken wir erstmal auf der Karte. Ist ja gerade dieser Garten, ja, den du meinst. So, was für so Level, hier. Levelmäßig sollte das ja jetzt... Ja, Hammer of Destroyer 5, Blizzard 5 haben wir hier. Und Objektevaluation. Zum Glück kein Rage, denn das haben wir gemaxt. So 17. Ich würde runtergehen. Ja. Und dann theoretisch einfach nach rechts, dann irgendwann. Oder jetzt schon nach rechts. Ja, ja. Dann meine ich doch was. So, jetzt. Gut geraten. Geraten. Das kann man halt nicht wissen. Doch. Ja, hast du gespeichert? Ja, wir machen das einfach so. Müssten uns ja eh heilen. Und dann nehmen wir die 58% Chance mit. Und dann sind wir zufrieden, wenn es nicht klappt. Oh. Ich dachte, du schaffst es so. Dachte ich wirklich? Ja. Hast mich enttäuscht. So. Was jetzt? Ja, jetzt wollten wir in den Garten. Oder du. Jetzt, ne? Spricht ja eigentlich noch nichts gegen. Levelmäßig soll das ja mittlerweile irgendwie dicke drin sein. Es spricht doch nichts gegen, die Runen weiter zu erkunden. Aber wir können ja mal im Garten gucken. Ist ja vielleicht mal eine ganz nette Abwechslung, so ein dämonischer Wald. Hat man ja nicht oft. In Ruinen. Ich meine, guck dich mal um, die sind ja überall. Ja. Die Dämonengärten, die sind selten geworden. Wir müssen ein bisschen hinteleportieren. Ja, aber wir laufen jetzt zum Teleporter, der ist doch gleich um die Ecke. Nur weil es Teleporter gibt, muss man nicht faul werden und gar nicht mehr laufen. Ja, doch, in echt würde ich das aber genauso machen. So, Varas Kehl müsste der nächste sein. Wir haben ja auch alle Teleporter entdeckt und alle Türme jetzt geklärt, die ich gesehen hatte auf der Map. Naja, das heißt ja erstmal nichts. Meinst du, hier sind wir richtig? Ich sagte, dass das nächste ist an Teleporter. Ach. Also wir müssen ja durch. Vielleicht sollten wir hier ein bisschen Nahrung kaufen, oder? Hm. Ja, Geld haben wir.
Erstmal gucken, ob wir hier noch Sachen abdrücken können. Nein. Farewell. Aber wir könnten Skillpunkte kaufen. Ah, das dritte von unten. 12.000. Ja, kauf aber nur 3. Vielleicht 4. Ja, 4. Denn der Mark hat ja bald ein Level ab. Farewell. Und im Garten brennt es so ziemlich. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob wir denn da lernen sollten, das Feuer zu löschen. Sollten wir. Oh. Das spart auf lange Sicht vielleicht auch noch Geld. Ja, hätten wir es früher gelernt. Ja. So, einen Tag Nahrung haben wir noch im Gepäck und die Biester dürften nicht allzu stark sein. Zumindest hier am Anfang, was dann später ist. Ja, das werden wir sehen. Jedenfalls haben wir die Quest schon eine Weile und vielleicht können wir sie das, ja komplett lösen. Das ist vielleicht ist ja auch einfach ganz einfach da. Einfach. Ja. Sind ja die Dämonen, die wir auch in Devonia sehen und töten. Manchmal. Die lungern ja darum. Ich glaube, in unserem Review-Video haben wir da auch gekämpft. Ja, aber mit einer anderen Gruppe, ne? Ja, die irgendwie 10 Level drunter war. Stimmt. So, die Sichtweite erhöht sich auch so hier. Vielleicht müssen wir also letztes Mal einfach nur weiter unten angelaufen. Aber es wird ja auf beiden Seiten aufgedeckt. Ja. Oben und unten. In der Tat. So, da haben wir den wunderschönsten Garten. Und den hässlichsten Bewohner. Ja, besser kann man es nicht sagen. Ja. So, zu Requiem waren sie ja resistent. Da hauen aber die Blutung raus hier. Oh, Light Ray waren sie auch resistent. Ich weiß, die waren die das? Ja, die waren das. Okay. Dann ganz klassisch mit Meteor. Ach, dann sind wir die versprochenen hin. Diese als X-Lus das Mana absaugen wollen. Das gelingt ihnen nicht. Also Mario hat jetzt schon Level Up? Balde. Also bei der Gruppe hier glaube ich nicht. Die ist zu schlecht. Wäre aber echt gut, dann können wir das sofort lernen und gleich anwenden. Ah, so knapp. Vielleicht können wir ja einfach durchlaufen. Ja, das kann man. Wenn man verrückt ist. So, eine Gruppe brauchen wir noch. Ist der schöne Garten. Hier gibt es ja auch random Gruppen. Vielleicht finden wir davon eine. Ich gehe mal hier einfach nach Norden. Ja, solltest dich aber schon mal heilen. Er geht hier nicht. Okay. Aber hier ist. Ja, gut. Ja, gut. Geht hier nicht. Halt nicht. Ja, diese kleinen Gruppen hier, die ist das ja. Kein Problem. Ja, sagst du. Haben wir uns nie heilen können? Ja, nie. Das ist ja. Das geht, glaube ich, nur nicht, weil hier diese Gruppe steht. Weil, wenn eine Gruppe auf der Overworld Map steht, dann ist das auch verboten zu rasten. Okay, Gefahrengebiet und so. Sind. Ja, auch. Magier Level Up, komm. Ach, haben wir aber ein Pech hier. Dumm, dumm, dumm. Oh. Wir sind nicht mal was. Was ist das denn? Ja, was für ein schöner Ort. Wir machen nix. Imps haben wir auch lange nicht gesehen. Vielleicht ist noch einer im Garten. So. Apropos Imps und Garten, wir können doch noch diesen Großen in dem Klostergarten bekämpfen. Oder Tempelgarten. Ja, da müssen wir erstmal gucken, wie stark er ist. Und wir machen hier in der nächsten Folge weiter.
Und so viel ist das hier gar nicht. Ja, in dem stimmt. Sehr, sehr überschaubar. Haben wir ja schon gut ein bisschen über ein Drittel erkundet, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, 50%. Das heißt, ein paar Dämonen warten noch auf uns. In der nächsten Folge geht es hier im wunderschönen Wald weiter. Bis dann!